Ich begrüße euch zur Folge Xenoblade Chronicles 2. Wir wollen heute hier beim Challenge Mode weitermachen, aber erstmal will ich kurz ein bisschen was abklären. Zum einen, Moment, hier kann man. Ah, da, Pyras Verkleidung reinpacken. Ja, ich will erstmal sehen. Wie sieht das denn aus? Zeig mal her. Ach so, das ist das gewesen, alles klar. Ja, wer es nicht mehr weiß, das war zu Beginn des Spiels, da waren wir in Torrigoth und keiner sollte halt sehen, dass Pyra, in Wahrheit die Idris ist und so. Und deswegen haben wir uns dieses Ding übergezogen, dass man halt zum einen den Kernkristall nicht sieht und, ja, man nicht unbedingt direkt erkennt, dass es eine Klinge ist. Und das war das also, okay. Ja, ich lasse es erstmal für den Part drin, aber ich glaube, ich packe es nach wieder raus, weil ich es halt nicht unbedingt schöner als normal, sag ich mal. Und deswegen. So, und dann habt ihr mir gesagt, dass ich Fiora ganz gut bei Rex machen soll. Also, sie ist halt nicht so die typische Heilerin wie. Und sie ist vom Typ Wind, okay. Oder. Ja, Nia, glaube ich, ja noch ein Windplate gehabt. sie ist halt nicht die typische Heilerin, wie gesagt, sondern ich schätze mal, ich weiß es nicht genau, dass sie wahrscheinlich wie Adenin ist. Zumindest stelle ich mir das vor, weil ihr habt gesagt, sie ist halt eher Angreiferin. Lieblingsmesser. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Deswegen, ich will sie mal ausprobieren. We can do it! Und ihr habt gesagt, dass Shulk bei Nia ganz. Moment, bei Morag, glaube ich. Nicht bei Nia, Moment. Ja, bei Morag. Dann bekommst du wieder Korra rein. Ja, bei dir packe ich. Ja, Godfrey raus erstmal. Das ist nochmal. Wobei. Ja, komm, probier du mal Schulk aus hier. Ist auch vom Lichtelement wie Mithra. Es wird mein Pleasure. Ja, wir gucken mal, ob das läuft. So. Ich kann mal wieder ein bisschen was in die Taschen reinpacken, auf jeden Fall. Das wäre vielleicht eine ganz kluge Sache. Und ich habe auch noch. Mir fällt gerade spontan auf, wir haben auch noch die Zusatztaschen. Ich weiß nicht genau, wie viele wir haben, aber mir wurde mal vor ein paar Parts gesagt, dass es 5 im Spiel, glaube ich, gibt. Und dass man halt jedem Charakter eine zweite geben kann. Deswegen. So, Moment. Zeig mal her. Ich denke mal, ich muss sie bei den Inventarzeugs auswählen. Wo sind die denn? Ich suche die mal ganz kurz. Das dauert ansonsten jetzt viel zu ewig. Okay, ich bin ein Vollidiot. Da unten steht doch erweitern. Yay, jetzt haben wir eine zweite Tasche. Ich habe insgesamt 2 gehabt. Und ja, du bekommst jetzt auch einfach eine zweite, würde ich sagen. So, da packe ich dann irgendwann später mal was rein. Sehr schön. Die sind, by the way, unter wichtige Items. Aber man kann die halt von da aus nicht benutzen. Man muss die, wie ich gerade benutzt habe, benutzen. So, genau. Und wir machen jetzt heute weiter. Das hier haben wir auf einfach geschafft. Und jetzt kommt der Hexentanz. Ja, wir probieren es wieder erstmal auf normal. Und falls es nicht klappt, dann auf einfach. Deswegen, let's go, würde ich sagen. Ja, sehr schön. Gut, machen wir das Beste draus. Mal gucken, was das für ein Auftrag ist hier, für eine Challenge. Mal gucken, was wir machen müssen. Und ich bin gespannt, wie sich die gute Fiora so kämpft. Oder wie es sich mit ihr kämpft. So. Gegen so eine komische Pflanze. Die ich ja schon immer ziemlich seltsam fand. So. Erstmal schön zum Schwanken bringen. Oder besser zum Umwerfen bringen. So. Feuer ist gegen die logischerweise auch ziemlich gut. Kaum eine denkbare Pflanze. Denke ich mal. So. Now Dark. Okay. Dann gehen wir mal zu Mithra. Warum nicht? So. Und kommen jetzt noch. Ah, schade, das war ein bisschen zu spät. Schade. Schade, schade. So, das Ding nehmen wir mit. Sehr schön. Ja, haben wir geschafft. So, und bei der ist jetzt hier. Pyra ganz gut. Welle 3. Habe ich Welle 2 übersehen? Kam auch schon Welle 2 irgendwann mal so? Ich habe die scheinbar komplett übersprungen. So. Bam.
Okay, dann habe ich ein bisschen Stuff mit. Oh Gott, ey. Sau viele Gegner hier. Gut, dann hauen wir da drauf hier. Ich wechsle jetzt einfach mal so zu Fiora, weil ich mal gucken möchte, wie ihr so kämpft. Okay. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Und ja, ich schätze mal, dass sie ähnlich wie Arlin ist. Hallo? What the fuck? Das waren scheinbar ein bisschen viele Gegner, die jetzt hier aufgeploppt sind. Weil ständig neue Wellen gekommen sind. Ja, das lief nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Verdammt. Ich hole es nochmal auf normal, weil das scheint mir auf jeden Fall machbar zu sein, aber es waren einfach zu viele kleine Gegner. Ich denke mal, dass die kleiner schneller down gehen als die großen, deswegen sollte ich mich eher auf die kleinen, also auf die komischen Fliegedinger fokussieren. Ich habe die riesigen Pflanzen da. Mal gucken. So, ich will auch gerade nicht die Klingen gewechselt oder so. So, oder zum Beispiel zu heilen. Deswegen, das hätte auf jeden Fall alles ein bisschen besser laufen können. Ich habe mich nur ein bisschen doof angestellt. So, sehr schön. Gut. Ah, jetzt hier ist Welle 2. Das habe ich ja mal vorhin einfach ignoriert gefühlt. So. Ah, und Fiora heilt scheinbar auch, wenn ich sie reinpacke. Oder kann man Kampania? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber ich denke mal, das kam davon, dass ich Fiora reingepackt habe. Eben wie es genau bei Nia. Bei Nia, was? Bei Ursula auch ist, wenn ich sie reinpacke. Dass man keine Heilung kommt. So, ich gehe mal auf die kleinen Viecher erstmal hier. So, Welle 3 kommt direkt schon. Nice. So, sehr schön. Hier ein bisschen mit Eis abgehen. Oh, die Heilung. Not on my watch. So. Und bam. Ist gegen Wasser effektiv. Weil ich habe jetzt kein Wasser drin, weil ich vier Pyro-Trenner habe. So. Also zumindest bei Rex halt ich Wasser drin. Da kommt wieder 4. Wie die ganzen Fliegen auch irgendwie eine andere Schwäche haben. Also, was auch immer für Viecher sind, ich denke, das sind Fliegen. Komm, ich entdeckt. Halt, ihr wisst, was ich meine. So, oh Gott, hat er einen Riesenbrummer hier. Ha, geht denn da ab? So, Serpent muss auch down. Oh Gott, was passiert? Oh Gott. Ich sehe gerade erstmal, wie riesig die Viecher sind. Ja. Hallo, ich habe auch auf A gedrückt. Wieso? Hä? Ja, nein, auch nicht. Ist wieder tot, sehr gut. Alter, okay, das sind echt ein paar viele Gegner hier. Die haben mal auch alle auf einen hier. Ja, okay, das war dumm. Ja, okay, ich habe gesehen. Okay, das ist. Nee, komm, nein. Nein. Ich werde es mal auf einfach. Wie gesagt, ich will dir halt wirklich einfach nur zeigen, Let's Play. Ich werde die Offscreen auf jeden Fall nochmal auf anderen Schwierigkeitsgraden versuchen. Wie gesagt, aber das war jetzt einfach ein bisschen, ja, krass irgendwie. Keine Ahnung. Gut. Ich überlege auch gerade, wieder Praxis mit reinzunehmen. Weil ja, Fiora ist schön und gut, aber ich habe so ein Gefühl, ich mit Praxis eben besser klarkommen. Ich bin einfach mehr an sie gewohnt als an Fiora. Ja, ich habe auch Ursula zum Heilen erstmal. Deswegen nehmen wir das erstmal so. Ich mache halt Praxis so zum Kämpfen ein bisschen mehr. So, guck mal das. Guck mal das mal an hier. Oh Mann, ey. Das kann schon ziemlich hot sein, alles. Aber nichts, was wir nicht hinkriegen, würde ich sagen. Auch wenn wir auf einfach gehen müssen. Oh Mann, ey. Aber wie gesagt, ich will es definitiv nochmal auf normal probieren. Offscreen eben. Okay, die halten ja so gar nichts aus. Die Pflanzen hier. Ich habe mal sofort gefühlt. Also das geht so echt um einiges einfacher als, ja, wenn man die anderen Schwierigkeitsgrade hier hat.
Sondern sind die ganzen kleinen Viecher. So, alles zum Einsammeln. Aber der kann ja ein bisschen mehr aus als das andere Ding. So, der war auch praktisch jetzt ausgewählt wegen Dampf. Das ist so toll. Also, sie hat halt unten geblinkt, deswegen habe ich so gerade das Gefühl gehabt, dass wieder gut gewesen auf Hitze zu wechseln. Aber da war es nicht, weil. Ist ja halt voll das falsche Element eigentlich und so. So. Einmal ganz kurz Ursula rausholen, dass Dings heilen kann. Au. So, sehr schön. Dann hauen wir ein bisschen rein, Bridget, und bringen sie bitte um die Pflanze. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt noch die komischen dummen Mücken da hier. Und da kommen die fetten Viecher wieder, oder was? Ja, sieht so aus. Aber ich sammle erstmal hier ein paar Sachen ein. So. Sehr gut. Ah, die geile Heilung hier bei Ursula. So. Motto, ein interessanter Name auf jeden Fall. Ja, aber guck mal, so läuft es auf jeden Fall schon viel besser hier. Ich nehme ja so viel Schaden. Alles. Das läuft schon ein bisschen besser hier. So. Oh Gott, ey. Das ist so eine Vision. Aber hier. Ah, ich habe Schuld gegeben. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich wirklich Schuld gegeben habe. Ich dachte, ich hätte den rausgenommen wieder. So, er schwankt. Ja, sollte schwanken. Deswegen werfen wir mal schnell um. So. Ach ja. Ja, Mithra. So. Bam. Eins von den Viechern ist schon mal down. Immer auch schön hier die Belohnung einsammeln. Und Ursula, hilf mir. Ach ja, es läuft einfach so echt um einiges besser. Aber es ist halt auch viel einfacher, muss man sagen, definitiv. Eigentlich ist es ja ein Challenge-Mode, weil es eine Challenge sein soll, logischerweise. Aber mir geht's halt hier wirklich, wie gesagt, nur darum, das einfach mal ein bisschen zu zeigen hier. Wie das hier abläuft im Modus. So, einmal kurz umwerfen das Ding. Sehr schön. Oh, wir haben es scheinbar auch. Elektriker. Toll, da hat sie gerade eine Elektriker gemacht, die bei mir. Das passt natürlich dann. Well done. Ja. So. Sehr schön. Ach ja. Ey, nicht wegschmeißen. Es ist unfair, weißt du das? Ich schmeiß dich auch nicht so weit weg. Kälte Einbruch, warum nicht? Praxis! Ich habe ja auch Praxis reingeholt, weil ich halt wusste, dass manche Viecher von denen eben eine Wasserschwäche haben. Und ich dachte, ja, das passt dann ganz gut, wenn ich Praxis kann, einfach Fiora eben. Sword Bash. So. Und da haben wir es auch gleich in ein paar wenigen Schlägen. Ist sehr gut. Ja, das war so definitiv einfacher. Gut, wundervoll. Da kommt man dann wieder, weil... Doch, okay, es geht. Alles klar. Es geht weiter. Sehr schön. Wir haben gerade drei Truhen voll, das heißt, wir bekommen drei Belohnungen. Perfekt. Ach ja, er hat mir auch gesagt, ändert halt nichts daran, was für Belohnungen man bekommt, auf welchen Schwierigkeitsgrad man es eben spielt. Ist halt dann bloß einfacher, wie gesagt, dass die Gegner einfacher sind und so. Aber im Prinzip ändert es halt nichts an den Belohnungen und die Gegner halt einfach nur weniger aus als im normalen Modus. Und das merkt man halt auch deutlich.
Definitiv. So, sehr schön. Dann gehe ich mal ganz kurz die ganzen Sachen hier. Doch, das war schon richtig. Die ganzen Sachen hier durch. Du hast zum Beispiel was. Hier muss man. Genau, okay. 5000 Fans bekommen. Ja, ja. Aegean. Refined my technique. Besiege Fische, Fische, genau, Frische, Nergas und Tantal. Sollte ich mal machen. Hat er gerade Schala? Cool. Er hat Schala erwähnt. Wer es nicht weiß, Schala ist ein ziemlich cooler Charakter aus Xenoblade 1. Oh Mann, ey, die gute Schala. Ach Mann, Xenoblade 1 hat einfach coolere Charaktere als das Spiel, finde ich so insgesamt, ganz ehrlich. Schala ist super gewesen. Oh Mann, oh, jetzt kommen die ganzen Erinnerungen an Xenoblade 1 zurück. Mit Schala und Rain. Und, oh Mann, oh, jetzt sind wir ein Tanta oder was? So, wir sind aber jetzt auf Stufe 60, guck mal an. Bisschen höher. So. Ach ja. Ich muss Xenoblade 1 definitiv. Ich nehme seit Ewigkeiten vor, nochmal im New Game Plus anzufangen, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Vor allem, weil ich jetzt hier momentan noch Xenoblade 2 spiele. Und ich habe noch genug andere Let's Plays. Deswegen, also ich würde halt nur privat im New Game Plus spielen, nicht nochmal als Let's Play. Vielleicht irgendwann mal als Stream-Projekt oder so, aber als Let's Play nochmal wahrscheinlich eher nicht. Aber ich habe halt schon Bock, das Spiel nochmal im New Game Plus zu spielen. Ach ja. Irgendwann, irgendwann. Und dann würde ich auch definitiv mehr Sidequests lassen. Sag mal, wie gesagt, ich habe im ersten Teil wirklich nicht so, so viel gemacht und habe da bestimmt ein paar coole verpasst. Im ersten Teil, muss ich sagen. Von den Sidequests her finde ich das Spiel hier um einiges besser als den ersten Teil. Aber vielleicht habe ich einfach die richtigen Sidequests nicht gemacht im ersten Teil, die halt cool waren. Keine Ahnung. Aber die meisten waren halt einfach nur besiege 10 Monster, weil irgendwas, aber irgendwie haben sich die ganzen Quests halt nicht so lebendig angefühlt wie in dem Spiel hier. Ich weiß nicht. Die meisten Quests halt auch nur besiege irgendwie so viele Monster oder so. Aber man hat halt meistens irgendwelche Gründe dafür, wieso man das eben macht, sag ich mal. Und deswegen, ja, sind halt die Quests für mich in dem Spiel einfach cooler. Weil halt wirklich immer irgendwie einen Sinn hat in den Quests. Oder meistens zumindest, wie auch immer. So. Gut, da müssen wir mal gucken, was wir jetzt diese komischen Eulviecher besiegen. Das sind ja auch bekannte Gegner aus Xenoblade, die Eulers. Nicht sterben hier. Oh Gott, hier kommen einfach viel zu viele auf uns alle zu. Ja, okay, ich bin tot. War klar. Hab ich schon gesehen, weil ich gerade. Oh Mann, ey. Ja, ich warte einfach auf. Einfach, ganz ehrlich. Da hast du recht, Rex. Das war echt poorly judged. Get better rewards too. Ich dachte, man bekommt keine besseren Belohnungen. Habt ihr mich angelogen? Nein, Spaß. Ach, Mann, ey. So, sehr schön. Ja, still much to learn. Was ist eigentlich hier? Kategorie Getränke. Lieblingstaschen-Items. Breite Mahlzeiten zu. Oh, das soll ich vielleicht mal machen. Das wäre ganz klug. Tja. Habe ich auch kaum genutzt, das Feature im Spiel irgendwie, muss ich sagen. Schwarzer Himmel, wie viele gibt es eigentlich noch? So, Dino Front. Da habt ihr gesagt, das muss ich machen, dass ich Shulk und Fiora als ja mit nach Arrest nehmen kann. Meh, was war das denn? Aber bis wir da sind, kommen noch ein paar Challenge-Mode-Sachen. Aber das Angenehme am Challenge-Mode ist halt, dass man nicht leveln muss oder so, weil man ja auf die richtigen Level runtergestuft wird oder hochgestuft wird, wie auch immer. Deswegen, das ist das Praktische daran. Man muss nicht irgendwie leveln oder so, man muss einfach nur ein bisschen spielen und gut ist. Dann klappt das schon. So.
Das ist halt das Schöne daran. Deswegen, auch wenn ich verkacke, muss ich eben nicht leveln, weil es halt eh nichts bringt, weil die Level ja vom Spiel festgelegt werden. Man muss halt bloß die richtigen Klingen haben und die richtigen Fähigkeiten einsetzen und dann klappt das irgendwie. Und ja, ich habe das halt im normalen Modus bisher scheinbar nicht so ordentlich gemacht, wie ich das machen soll, um da die besten Ergebnisse rauszuholen. Hier überall Stuff rumliegt. Ich kann wieder gar nicht mehr angreifen hier, weil ich überall was aufsammeln muss hier. So, sehr schön. Dann werde 2 bitte ankommen. Dankeschön. Und wieder mal Oils. Ach ja, die guten Oils. Wie gesagt, bekannte Gegner aus Xenoblade. Ich weiß gar nicht, kam die in X vor? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall kennt man die aus dem ersten Xenoblade. Ich glaube, das erste Mal kam die im Sumpf von Sator vor. Oh, das war so ein schönes Gebiet. Da muss ich gerade spontan dran denken. Das war so ein schönes Gebiet im ersten Teil. Oh. Übrigens, was ich seit Ewigkeiten ansprechen will, aber ich irgendwie nie dran gedacht habe. Ich finde es schade, dass es in Xenoblade 2 irgendwie kein klassisches Noppondorf gab. Wir hatten zwar die Argentum AG, aber es gab halt kein richtiges Dorf, sage ich mal. Kein Dorf, wo irgendwie die Nopperns halt ganz normal, schön Natur leben. Wir hatten einfach nur die Argentum AG, wo die Nopperns halt in dem Spiel hauptsächlich leben. Aber nicht irgendwie so ein schönes Dorf, wie eben das im, wie Frontier Village aus dem ersten Teil. Oder ich glaube, im zweiten Teil gab es doch, also in X meine ich, gab es doch auch irgendwie ein geheimes Dorf. War das nicht irgendwie so, irgendwo gab es da auch ein Dorf, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht einbilde oder so, aber irgendwie habe ich da irgendwas in Erinnerung, dass es da auch ein Dorf gab im ersten Teil. Also ein X meine ich. Wie sage ich im ersten Teil? Irgendwas gab es doch da. Oder habe ich was eingebildet? Keine Ahnung. Aber ich glaube ja. Und hier gab es halt nicht so ein schönes klassisches Dorf. Einfach nur die Nordnoppern AG halt, aber ja, irgendwie halt nicht so gutes wie eben Xenoblade 1 und eventuell X, wenn ich mich recht erinnere. Und hier sind wieder sau viele starke Gegner scheinbar. Das ist jetzt gar nicht mal im normalen, im Einfachmodus schaffe, weil mich Mora gerade nicht wiederbelebt. Oh man, ja, ich hab verloren, glaube ich. Eindeutig. Ja, das waren 41 Gegner auf einmal. Oh, geil. Wie soll ich denn die schaffen? Ach, übrigens auch, wo ich gerade dran denke, ja, habt ihr auch gesagt, was anpassen heißt. Ich wiederhole das nur in den paar Zeit für die Leute, die jetzt vielleicht schauen und ja, das auch wissen wollen. Ich meine, ich habe sehr viele stille Zuschauer. Ich meine, ich sehe ja in meinen Analytics, wie viele Leute eigentlich so die Videos fertig schauen, weil ich sehe immer, da ist voll viel Wiedergabe. Es hat auch meistens halt nur Kommentare von einer Person. Ich denke mir so, ja, und warum kommentieren die anderen nicht? Oder haben die keinen Account oder so? Das ist auch immer in Livestreams so witzig. Da sind voll viele Leute da eigentlich, aber es schreiben nur 3 im Chat oder so. Aber ja, hier kann man scheinbar irgendwie anpassen, wie eben, dass man halt sehr stark sein soll, der Gegner sehr schwach oder so. Aber egal, ich will jetzt den schwarzen Himmel probieren nochmal. Schwarm von Flatter, das habe ich noch gar nicht gelesen. Flattergegner macht ganzen Himmel schwarz. Tipp von Noppen eines weißen Flatterzeug auf Boden von Tatsachen unterholen. Ja, Wellen 6 gibt's hier, okay. Würde den 6. Viecher mögen, schöne Glitzy-Dinge. Alles klar. Kommt immer mehr. Ja, ich habe da vorhin schon gemerkt, wie immer mehr kamen. Das Geräusch einfach. Oh Mann, ey. Aber ja, ich finde einfach schade, dass es kein richtiges Noppondorf gab, wie schon gerade eben erwähnt. Es ist irgendwie doof. Oh naja. Ich finde noch eine Agia cool, aber irgendwie. Es fehlt halt ein richtiges Dorf, finde ich zumindest. Irgendwie. War halt schön im ersten Teil. Vor allem, oh, wenn ich an den Soundtrack von Frontier Village denke. Der war so gut. Oh Mann, ey. Aber wie gesagt, beide Spiele haben großartige Soundtracks insgesamt. Definitiv. Ich kann mich auch niemals entscheiden, welches Spiel einen besseren Soundtrack insgesamt hat.
Definitiv nicht. Die sind einfach alle unfassbar geil. Und auch, auch X hatte für mich einen ziemlich guten Soundtrack, muss ich mal sagen. Also viele haten den Soundtrack ja insgesamt, aber ich mag den von X tatsächlich ziemlich gern. Also das, eine Sache, die ich nicht an X mag, ist das normale Battle-Theme. Das halt wirklich nicht. Das ist irgendwie, es wird schnell nervig, finde ich persönlich. Und das ist halt nicht so cool. Aber es gibt einfach so geile Themes aus X. Das von ULA zum Beispiel mag ich auch nicht so sehr. Aber meinetwegen das Tyrant-Theme, das ist absolut großartig. Auch einige Overworld-Tracks, sage ich mal, sind so unfassbar schön. Es gibt auch so in den Cutscenes unfassbar geile Soundtracks, die einfach sehr gut passen und sehr emotional sind und so. Einfach alles, was halt so ein guter Soundtrack braucht. Ich finde zwar insgesamt als X den schwächsten Soundtrack, aber trotzdem, als schlecht kann man den halt beim besten Willen nicht bezeichnen, ganz ehrlich. Das ist einfach so, viele Leute sind wahrscheinlich einfach voreingenommen vor X, weil es halt nicht das klassische Xenoblade war, sondern eben mehr Open World mäßig und ja auch nicht so eine krasse Story, der erste Teil hatte. Ich finde zwar, ich hatte schon eine ganz geile Story, vor allem, also halt so manche Plotpunkte waren echt geil, aber ja, insgesamt ist halt von der Story her auch der schwächste Teil, finde ich. Und ja, deswegen sind wahrscheinlich einfach einige Leute X gegenüber sehr voreingenommen und mögen eben deswegen den Soundtrack nicht und ja, auch allgemein das Spiel nicht. Viele fanden ja auch einfach, dass das Spiel so einige schlechte Entscheidungen im Design hatte und so. Also, ja, ich weiß. Ups, das war ein bisschen früher. Ich weiß nicht, ich mag X ziemlich gern eigentlich, aber es ist halt für mich wirklich der schwächste Xenoblade-Teil, definitiv. Aber ich mag X trotzdem gern. Auf jeden Fall. Da kann niemand was gegen sagen. Es ist einfach insgesamt ein ziemlich geiles Spiel. Und, ja. Genau. Wenn wir damit Xenoblade 2 irgendwann durch sind und auch DLC gespielt haben, wenn er dann rauskommt, werden wir auch X auf den Kanal bringen. Irgendwann danach. Ich habe ja schon ewig X eigentlich vorgehabt, aber ich wollte ja auch eigentlich nach Xenoblade 1 machen. Aber die Sache war an dir, dass eben Xenoblade 2 rauskam. Und ich dachte, ja, mache ich erstmal das, was halt neuer ist und cooler ist und so. Und dann mache ich erst X. Und wer weiß, vielleicht entdecke ich ja noch irgendwas an X, was ich viel mehr mag oder so. Ich habe, wie gesagt, auch X nicht so intensiv gespielt insgesamt. Also ich habe nicht so viele Sidequests gemacht. Ich habe einfach nur meistens das Nötigste gemacht, so auch an Harmoniegesprächen und so. Und das war vielleicht auch ein Fehler. Also ich muss X definitiv nochmal intensiver spielen und mehr machen und so. Und deswegen freue ich mich da auch sehr auf Let's Play drauf, wenn das nicht irgendwann mal kommt. So. Oh ja, X ist echt für mich wahrscheinlich der schwächste Teil der Serie. Aber trotzdem will ich auch ein X2 haben. Da wäre auch ein X2 lieber als jetzt noch ein Teil der normalen Saga, sag ich mal. Weil ich mal wissen möchte, was ist mit dem Plot oder Cliffhanger am Ende von X auf. Das ist einfach so ein krasser Cliffhanger. Und Mann, da gibt es so viele geile Theorien zu. Und ich möchte wissen, ob sie sich was komplett Neues und Krankes überlegen. Oder ob vielleicht sogar eine der Theorien stimmt. Oh, das ist einfach. Das war echt ein ziemlich krass gemachter Cliffhanger, finde ich. Ja, deswegen. Gebt mir bitte X2. Dankeschön. Ich denke mal auch, das werden sie als nächstes machen in der Serie. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Das passt einfach gut rein irgendwie. Wenn die jetzt erst einen normalen Xenoblade-Teil im Prinzip hatten. Ich würde es auch schön finden, wenn die jetzt immer quasi so ein Hauptspiel machen, was sich halt sehr auf Story fokussiert. Dann wieder so ein Spiel machen, was sich sehr auf Erkunden fokussiert. Bei Xenoblade X war halt sehr auf Erkunden ausgelegt und nicht so auf die Story. Wie gesagt, es hatte trotzdem eine ziemlich gute Story, finde ich insgesamt, aber ja, eben nicht die beste Story der Spiele. Und ja, deswegen bin ich halt sehr gespannt, was so kommt.
Ich habe letztens gelesen, Monolith Soft hat jetzt mehr Mitarbeiter bekommen. Und deswegen, wer weiß, vielleicht arbeiten sie ja gerade in dem Moment an Xenoblade X2. Oder was komplett neu, wer weiß. Kann alles sein. Gibt sehr viele Möglichkeiten. Ach ja. Aber insgesamt ist halt die Xenoblade-Serie wirklich eine meiner liebsten Serien. Definitiv. Ach ja, einfach so viele geile Spiele. Also drei geile Spiele. Im Prinzip kann man die ganze Xenoblade-Serie auch noch viel größer sehen als nur die Xenoblade-Spiele. Von Monolith Soft sind im Prinzip auch die Xenosaga-Spiele und auch Xenogears irgendwo. Weil Xenogears kommt ja eigentlich von Square. What the fuck? Okay, danke schön. Xenogears kommt ja eigentlich von Square, aber der Tetsuo Takahashi, der ja für die Story von Xenoblade und auch Xenosaga eben verantwortlich ist, hat damals Square verlassen, weil, Versteckspiel, okay. Ja, weil er wollte halt neues Xenogears quasi rausbringen. Das kam sehr gut an bei den ganzen Fans und, ja, Square wollte sich eben mehr auf Final Fantasy fokussieren. Und das war halt der Grund, ich mache das war eine andere Aufgabe, auf die habe ich gerade keine Lust, weil ich da gerade irgendwie dumm gestorben bin, keine Ahnung. Heiliges Holz, mach mal. Jedenfalls wollte sich eben, Square mehr auf Final Fantasy fokussieren und Takahashi hat eigentlich voll die Story im Kopf gehabt. Er wollte so wie Star Wars mehrere Episoden machen und alles und, what the fuck? Was geht jetzt ab? Level 100. Was ist das? Wieso? Ich kämpfe jetzt gegen einen Pfahl. Ich denke mal, der kann sich nicht wehren. Und es ist einfach eine Mission, die an den Nerven zehren soll, oder was? Wenn ich hier eben 1000 Jahre kämpfen muss, oder was? Kann das sein? Oh Gott. Okay. Das kriegen wir hin, hoffe ich. Jedenfalls kann ich ja weiter über meine Geschichte reden. Jedenfalls, wie gesagt, war eben Square eher darauf bezogen, Final Fantasy zu bringen. Und Takahashi wollte eben Xenogears machen. Hat sich, wie gesagt, auch voll die Geschichte ausgedacht. Er wollte wie in Star Wars halt mehrere Episoden machen. Und ja. Also kam es eben nie. Aber jetzt sind ja auch Truthahns aufgekloppt. Alles klar. Das ist uncool. Hey, wo sind jetzt gestorben dadurch? Scheinbar. Sehr gut. Und deswegen hat Takahashi eben Square verlassen. Und hat sich so gedacht, ja, dann mache ich eben mein eigenes Entwicklerstudio auf. Und das war dann eben Monolith Soft. Und ja. Er hat halt mit Monolith Soft erst Xenosaga gemacht. Damals mit der Unterstützung von Bandai Namco. Und, ja. Das kam nicht so gut an, deswegen. Er hatte da auch anfangs Pläne, halt seine Geschichte für Xenosaga, Xenogears weiterzumachen. Aber es kam halt nicht so gut an, wie eben, Xenogears hat sich nicht so gut verkauft und deswegen hat er sich eben dazu entschieden, dann mit Nintendo gemeinsam Sache zu machen und hat dann eben Xenoblade ins Leben gerufen und Xenoblade kam halt um einiges besser an wieder und hat halt Monolith Soft halt auch ja sehr nach oben gebracht, sag ich mal. Jetzt sind wir Truthahns hier überall scheinbar. Nice. Dann muss ich mich erst um die kümmern, dass die nicht nerven. So. Genau, und das war so ein bisschen die Geschichte eben von Monolith Soft. Und ja, ich finde die Geschichte eben auch relativ interessant, muss ich sagen. Halt erst von so einer, ja, kleinen Firma. Relativ groß geworden. Und, Monolith Soft war auch zum Beispiel an der
Wrath of the White Orbit beteiligt. Haben wir eben da auch bei Nintendo mit ausgeholfen. Und, ja. Das ist halt so die Sache. Gut, Nia, du musst einmal ganz kurz wieder Level werden, ansonsten ist alles dumm. So, ja, wir nicht wirklich Medic hier. So, ich muss mal hier ein bisschen. Was ist denn los? Gott, ey, ich bin echt zu schlecht für den Modus. Kann das dann nicht sein? Gott, ich glaube, wir machen das auch vor dem Schluss, weil, ja, es ist bestimmt wieder ein relativ langer Part. Ich hab keine Ahnung. Wir machen im nächsten Part weiter. Ach Gott, das war echt nicht so cool. Oh, wir können jetzt hier neuen Stuff holen. Rex Prototypanzug. In dem mal, würde ich sagen. So. Wo kann ich den jetzt hier auswählen? Bei seinen Taschen-Item oder hier Ausrüstung wahrscheinlich, oder genau. Wow. Ja, die ist jetzt nicht so schlimm. Was ist das? Ui. War das dein originales Kostüm oder was? Wieso Prototyp? Ja, ich finde es jetzt nicht so hübsch. Da hat das Blau besser gepasst. Aber das Silber finde ich ziemlich cool. Ich würde es gerne sehen, wie das mit Silber und Blau aussieht. Aber egal. Im nächsten Part von Xenoblade 2 geht es dann weiter. Das war heute mir alles ein bisschen doof. Wir haben kaum was geschafft. Aber egal. Gut. Im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dann. Ciao. Euer V-Road. Tschüss.